Steuerung 1, Steuerung 2 und sowas sagen. Ja, kann ich machen. Nur für den Fall, ich meine. So. Also jeder wäre ready, ja? Ja, ich bin ready. Okay, dann 3, 2, 1, go. Also ich weiß jetzt nicht, ob es an Hamachi überhaupt lag, wahrscheinlich nicht, weil... kann schon sein. Das heißt, na gut, auf der anderen Seite... Ich greife schon ins Netzwerk ein. Darity war ja der Einzige, der das hatte, bis halt ich überredet wurde, das Bier auch zu installieren. Hättest du das mal sein gelassen. Wobei ich jetzt halt... Also es kann sein, dass es daran liegt, aber... Aber andere Spiele gehen ja auch immer noch mit Redmond, ne? Das. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass es da. Ja, aber die Sache. Ich weiß ja nicht, woran das liegt. Die Sache ist aber, ihr müsst aber überlegen, wie empfindlich Nice bitte ist. In, egal, was für ein Fall gerne mal, ne? Bei Nice darfst du nicht so viel extra Sachen installieren. Du darfst kaum Nice installieren. Ach, scheiße. Braucht zu hart gebremst. Da ein großes Ding, ich hätte auch das Auto lassen. Ich frage mich, warum mein Hotkey in meinem Aufnahmeprogramm einfach nicht da war. Wahrscheinlich, weil du USB-Geräte deaktivieren musstest. Wobei ich kann es mir denken, ich benutze jetzt ja seit neuestem nur noch ein Profil für Streaming-Aufnahmen gleichzeitig, da hängen wohl die Hotkeys hinter. Aber ich weiß nicht, was OBS mit seiner neuesten Update verursacht hat, aber wenn ich auf die Sachen für meinen Stream wechseln will, crasht mein OBS erstmal. Echt? Ja. Keine Ahnung, was da OBS mal, was die da mit dem Update verhunzt haben. Keine Ahnung, läuft bei mir stabil. Nein, das ist nur, wenn ich darüber switche. Das muss ich dann manchmal zwei oder dreimal machen, bis ich dann echt in dieser ganzen Szenensammlung bin. Und Stream hat ja doch bei mir recht viele Szenensammlungen. Es reicht die ganzen einzelnen Sounds, die ich abgreife, nur damit das VOD so funktioniert, wie ich es jetzt habe. Weil mein VOD ist, hast du jetzt ja keine Musik mehr. Aber jetzt hast du wir haben ja noch nicht die wichtigste Frage gestellt. Wie ist die Getriebesituation? Normal, ich habe doch keine Ahnung. Sehr kurz. Ich habe ein kurzes drin. Ich habe auch sehr kurz. Echt sehr kurz? Ja. Warum das? Hat euch dazu geritten? Wieso nicht? Weil so viele Kurven hier sind, dass ich aus denen schnell wieder beschleunigen will. Aber du hast 500 Grip. Mich wundert. Das ist natürlich ein Argument, aber. Ich komm nicht in Begrenzer. Mich wundert erstmal eine Sache. Dann Kirsche ist nicht mehr ganz. Ist nicht mehr normal. Ich fahre nicht in der weg der Linie, ja. Und mit sehr kurz bist du beim Beschleunigen nach dem Reset schneller raus. Das ist ein sehr gutes Argument, ja. Mein Wunder, dass Kirsche mal nicht sagt normal. Ja, ich habe eine Stunde vorher angefangen, eine halbe Stunde ins Deaktivieren von USB-Geräten, bis überhaupt irgendwas ging. Und jetzt habe ich zumindest mal jede Strecke mindestens mal zwei Runden gefahren. Erstmal, oh fuck, der Sprung ist gefährlich. Aber dass du aber auch wirklich die Geräte nicht benennen kannst, was du da immer deaktivierst. Das ist vor allem ist auch, ich habe da einen Screenshot gemacht, der zeigt, welche ich deaktiviert hatte. Nein! Ja, jetzt sind es viel mehr Geräte. Das Keine ist, Ahnung, wo die herkommen. Das ist Windows. Du kannst in der Richtung nichts irgendwie dir irgendwie vormerken oder whatever, weil Windows mit irgendeinem Update das sowieso immer wieder alles verändert. Das ist echt nervig. Ich meine, bestes Beispiel, ich wollte mal in meinem Stream mal den Desktop zeigen. OBS meinte dann kurzzeitig, dass der vorige ausgewählte Bildschirm wäre nicht mehr verbunden. Warum auch immer, aber das war einfach so. Tja, Bildschirme kommen und gehen. Ja, klar, weißt du, ich stecke auch mal eben einfach mal so hinten alles um. Am besten stecke ich in den Slot rein, wo mir Dennis sagte, tu den da nicht einstecken, funktioniert sowieso nicht mehr. War, glaube ich, DP1 oder war das DP2, Dennis? DP2 geht nicht. Ich habe wieder meine typische Krankheit gemacht. Ich bin gesprungen und habe dabei gelenkt. Also vorm Sprung. Aber in meinen ersten Displayports Ausgänge, das habe ich nicht. Ja, VGA reicht eigentlich für alles.
die Grafikkarte, die ich hier hinten als Ersatz liegen habe, die sehr schlecht ist und eine recht alte ist und eine AMD ist, die hat sogar Displayports. Nee, ich habe einen DVI und einen HDMI. Da bin ich gut rausgekommen, sehr schön. Und an beiden ist halt ein Monitor dran. Wenn man überlegt, dass mit dem, wenn ich jetzt auf die Idee kommen wollen würde, noch zwei weitere Monitore anzuschließen, könnte ich gar nicht, weil ja ein Anschluss nicht mehr funktioniert. Was auch immer. Ach so, der ist dauerhaft kaputt. Also ja, keine Ahnung, was da los ist, aber ja, der scheint wohl kaputt zu sein. Der war schon kaputt, als ich die Karte erworben hatte. Ach, den hat Dennis kaputt gekauft. Du hast den Anschluss defekt so bekommen? Ja. Das hätte ich zurückgegeben, mein Lieber. Habe ich zu spät bemerkt. Ja gut, aber Demon braucht ja streng genommen sowieso nur Außerdem war es mir egal, ich brauchte ja eh nur ein bis zwei Ausgänge, also damals zwei wegen der Capture-Karte. Die Capture-Karte ist über den Videoausgang angeschlossen gewesen? Ja klar, über die, wie ein zweiter Monitor. Das ist ja krank. Ich dachte, die wird jetzt über PCI, keine Ahnung, irgendwie abgreifen, intern halt eben. Hätte ich das auch vermutet, aber... War das nicht sogar mal bei dir so gewesen, Dennis, dass du manchmal öfter mal mit deinem PC einen Neustart machen musstest? Musstest du das nicht früher mal irgendwie, damit das richtig abgriff oder so? Irgendwas war da nochmal, glaube ich, oder? Wären wir jetzt neu. Also, wie weit seid ihr eigentlich schon von mir weg, Demon hast du gerade überrundet, oder? Ja, ich muss dich nochmal überrunden, weil ich war sehr optimistisch beim Sprung, ich hab den vergessen. Komisch, normalerweise. Ich bin ja auch geflogen, ich dachte, du wärst weg, okay. Wenn so früh schon überrunden gewesen haben, war aber auch sehr gut. Alter. Das Stevie hatte ich schon zwei Runden vorher oder so überrundet. Ja, ich hab auch einfach nur Scheiße fahre gerade. Du hast aber auch eine kurze Runde halt eben. Also nicht kurz, aber schnell halt. Ja, gut, wer weiß, wie oft du mich schon überrundet hättest. Ach, Mann, diesen Exotik jedes Mal. Also ich bin ja auch erst scheiße. Du bist auch erst scheiße? Ach, du bist auch erst scheiße! Oh, im siebten bin ich schon, Demon ist jetzt in der achten, schätze ich mal. Ich bin noch in der sechsten. Oh, was mache ich denn gerade an diesem Jump, Alter? Ha, ich hab mich entrundet, glaube ich. Oh. Bei den Jumps bin ich einfach zu vorsichtig. Da trau ich nice nicht so ganz bei solchen Jumps. Upe funktioniert. Ich bin gerade so langsam unterwegs die letzten beiden Runden, das ist halt gruselig. Okay. Aber hier würde ich. Fährt auf meiner Pace mit, ja? Und sagt, das wäre gruselig langsam. Dankeschön. Dein Spiel ist auf HP 2. Alter, ich fahr immer. Oh, ich darf auch ihn überrunden. Ja, ich mache. Doch nicht. Ich mache in Nice 2 den gleichen Fehler wie jedes Mal in Need for Speed Most Wanted. Ich lenke manchmal zu früh ein und knall erstmal in die innere Kurve. Gegen die Wand. Kann ich einen Jumpter, den fahre ich aber auch am laufenden Band, also. Bin ich aber extra. Alter, ich war ziemlich langsam. Mal schön Backflip nach vorne über die Nase gemacht. Aber gut gelandet auf den Drehen wieder. Trotzdem suboptimal. Hat auch starke Bremsen, der Wagen. Ja, hat er. Ja, das ist auf alle Grip Fälle. Halt ich habe erst so überlegt, ob das vielleicht an dem Grip liegt, aber das macht ja auch keinen Sinn. Doch. Liegt am Grip. Ja. Das liegt am Grip, ja. Das verstärkt die Bremsen. Ich will gar nicht auch wissen, wie krass die Bremsen dadurch leiden würden, wenn wir Schaden hätten. Oh, ich bin so froh, dass wir die nicht haben. Oh, ja. Da bin ich ja. Oh, mit 280 bei der Kurve rausgekommen. Holy shit, der war geil. Boah, ich bin im Stillstand zwischendurch. Ich bin gut rausgekommen, aber nur weil ich zwischendurch stand. Und wieder an derselben Stelle zu früh meine Fresse, ich lerne auch nicht raus. Das Schlimme ist, wenn wir diesen Jump verhauen, dann resettet der einen mitten auf dem Berg. Also es ist bei 500 Grip jetzt nicht so schlimm, aber... Ja, weil er erkannt hat, dass du den Berg nicht geschafft hast. Genau, an der Stelle warst du zum letzten Mal regulär auf der Strecke gewesen und da wirst du hingesetzt. Ist bei 500 Grip Gott sei Dank nicht so das Problem, aber... Autsch. Anfahren am Berg ist doch kein Problem. Ja, das ist bei Nice manchmal so eine Sache, du.
Was für eine Rundenzeiten habt ihr denn so? Als ob ich da jetzt hingucken würde. 1,4. Ach komm, was mach ich denn? Ernsthaft? Ich schaff's da hinzugucken? Bin ich der Einzige, der zu blöd da ist? Ah, Mann, ich bin gerade. Willst du darauf wirklich eine Antwort? Nein, eigentlich nicht. Gut. Ah, beim Jump. Wo steht's denn? 57,6. Die 11. Runde, ne? Echt tief traurig. 50, Alter, 90, ich mache ich immer da denselben Fehler, wegen diesem kleinen Schlenker, der da drin ist. Oh, kotzt mich das an. 50, 79 habe ich. 55. 50, 79. Alter, wie soll denn das gehen? Wahrscheinlich ist das kurze Getriebe doch besser. Indem man diese Kurve bei der Steinmauer Vollgas nimmt. Genau, du musst eigentlich alles Vollgas fahren, außer die Sprünge, den einen großen und den anderen kleinen. Alles Vollgas, witzig. Ja, außer den großen und den kleinen Sprung. Die Steine auch. Die Steine, ja, da kannst du Vollgas durch. Ah, puh, aber das ist schwer. Das ist der schwer, Grip ist halt eben, du musst halt eben brutal lenken. Du musst da richtig gut treffen, jo. Aber dann kannst du mit 290 raus. Aber da musst du eben richtig akkurat treffen. Der Grip erlaubt das. Aber ich irgendwie bin ich gerade zu blöd. Mein Gehirn ist einfach so dumm, an den Sprung zu denken seit 2 Runden. Ja, den sieht man ja auch nicht vorher kommen, wenn es auf einmal so gelb ist. Nein, der ist so ganz. Na, der kommt ja nach dem Sand, also eigentlich ist das. Meine Fresse! Lenken auf K kann ich manchmal sehr gut. Der Sprung kommt halt viel zu spontan. Eigentlich nicht. Ich weiß, das war auch Ironie von mir. Ach so. Wollte schon sagen. 160 ist echt noch zu viel teilweise für den Sprung. Lieber 140 machen. Ich schaffe nicht auf den Tacho zu gucken, währenddessen will so... 1,3. Aber wir haben hier nachher noch einen Bus und einen Käfer. Ein Bus? Ja, da kann man auf die Geschwindigkeiten gucken, ne? Ja. Da ist das alles entspannter. Bei dem Käfer kann man mir ein bisschen zu sehr auf die Geschwindigkeit gucken. Das Ding ist ja mal todeslangsam. Der Bus geht erstaunlich. Ich mache immer, wegen diesem kleinen Schlenker fahre ich da immer gegen. Jedes Mal. Das ist ein kleiner Schlenker. Batzwanz. Schlenker kriegst du wohl nicht mit 290, wie es aussieht. Das ist ein kleiner Schlenker. Ich lege Batzwanz. Den Schlenker, den man mit 290 nehmen kann, meinst du? Nee, da fahre ich dann lieber frontal gegen die Wand. Oh, hier können wir echt brutaler durchfahren. Sollte ich merken, vielleicht geht sogar eine 49 dann. Wisst ihr, was lustig wäre, was wir niemals in Erfahrung bringen werden? Hm. Wie es sich anfühlt, nicht gegen eine Wand zu fahren? Wenn ich jetzt nur mit Larity fahren könnte bei Nice. Dadurch, dass er ja nichts mehr mitfährt, bringt das nichts. Werden wir das hier fahren, genau. Ja, keine Ahnung, der hat ja nie was dazu gesagt. Oh, jetzt kommt da gleich wieder der Schlenker und ich fahre wieder bestimmt Schnur gegen die Wand. Was war klar? Ja, irgendwann hatte ich vor meinem Jahr auch mal angefangen, Simulationen mit Larity zu spielen, aber ich glaube, das ist ihm auch irgendwann zu langweilig geworden, weil er es halt kann und ich nicht. Oh. Ja gut, das kann sein, ja. Weil Larity kann das ja wirklich. Und weil immer nur gewinnen ist wahrscheinlich auch... Nicht überschlagen! Ja. Och, Mann! Ja, komm, starten! Aber kann so sein. Ja, weil es auch nur zu zweit war, wahrscheinlich. Was war denn das für eine Logik? Nice. Ich resette mich und der will den Berg mal im zweiten Gang anfahren. Ja, macht er häufig. Aber ein, zwei Runden. Da geht er erst runter nach kurzer Zeit. Bist du doch, glaube ich, auch mal mitgefahren, oder? Ach, warum? Mann, was ist denn meine Konstellation los? Jetzt war Assetto Quarter und hier, wie heißt das andere? Automobilista, ja. Assetto nicht, das hatte ich doch noch. Erinnere mich nicht bitte an dieses Game, das werde ich nie wieder anpacken. Assetto Quarter? Nein, Automobilista.
Das ist eigentlich ganz geil, das Spiel. Man muss es halt so können. Also ich kann es nicht, aber... Das mag sein, aber... Nach meinem einen Stream, da wo ich nur am Rumragen war, habe ich das nie wieder angepackt, das Game. Vielleicht nicht mal in der schwierigsten Klasse anfangen, ohne Verhalten. Ja, wollte gerade sagen, davon abgesehen, das ist schon 5 Jahre her, dass du das gemacht hast, also... Ist das wirklich schon 5? Nicht ein bisschen länger her? Nee, das müsste etwa 5 sein. Weil ich seit 5 Jahren bei THR bin und du das relativ am Anfang von den Zeiten, wo ich bei THR war, gemacht hast. Auf 49 kriegt das nicht mehr gedrückt, weil ich keine gute Runde mehr hinkriege. Das müssen relativ genau 5 Jahre sein. Ach komm schon, Auto. Der traurigste ist, ich habe das damals extra geschenkt bekommen, damit ich es mir antesten kann. Ja, ein Stream und danach war ich geschädigt. Oh ja, du hast dich ja angetestet. Irgendwann stand ja auch mal zur Debatte, dass wir das bei THR mit aufnehmen. Ja, da wären wir mittlerweile Assetto Corsa lieber. Können wir auch machen, also. Weil das Ding hat so viele Mods, es gibt sogar eine Möglichkeit auf der Autobahn zu fahren mit Verkehr. Also wie geil ist das denn? Du kannst... Und Wetter kann man sich reinmodden, du kannst das grafisch richtig genial auf... Du kannst sogar auf der Most Wanted Map spielen. Das wollte mir jemand mal zeigen, wie das geht. 800 km/h Auto machen und du kannst ja alles machen, was du willst. Also das ist so mod. Also Assetto Corsa habe ich, aber ich weiß nicht, ob ich davon, falls das Ding DLCs hat, ob ich alle DLCs davon habe. Ja, ich weiß nicht, ob ich alle DLCs habe, aber man kann es ja mal spielen. Also das Wetterding musste ich unbedingt haben. Nur dummerweise, das musst du da Patreon-Abo haben, bei dem, wenn du das volle Features haben willst. Ja, das ist auch eine gute Idee, das mal so zu machen, ja. Ja, das ist aber auch, das machen wir viele für bestimmte Sachen. Vielleicht wäre es mit der Euro sogar wert, weil das Wetterding ist echt geil. Das ist aber normal, dass viele für irgendwelche Mods das über Patreon lassen. Zum Beispiel eines der meiner Meinung nach besten Grafikmods für GTA 5 läuft auch nur über ein Patreon-Abo. Ey, was machst du denn, Auto? Ja, GTA fasse ich ja nicht an, Stelle also. Oder was, Alter? Lass mich verarschen, ey. Ja, ich ja schon, weil ich ja RP spiele, weißt du, deswegen, ja. Ja, das ist gut, das ist ja jetzt nicht das normale GTA, was du da machst, das ist ja, ja, halt das RPG-Ding, was du da meinst, aber... Aber auch so, also GTA, es gibt kaum eine Serie, die mich weniger interessiert, glaube ich. Ja, schon ziemlich uninteressant. Zumindest für mich. Ach, da waren mal viele sehr schlechte Runden bei. Naja, Larity fährt ja leider nicht mehr mit, also ist das scheißegal. Ja. Aber wenn Larity nicht mehr mitfährt, das heißt dann aber auch, dass wir bei, wie heißt es hier, dass wir bei Assetto Corsa, dass wir dann... Keinen haben wir, na gut, du vielleicht noch, aber es war kein Hardware, der im Haus hoch gewinnt. Weil mit Simulationen, da haben wir ja alle relativ wenig Erfahrung. Hat eigentlich irgendwer noch ja geil. Ja komm, geh doch von der Ecke weg. Irgendwie noch Kontakt mit ihm, was Phase ist? Ich müsste echt mal gucken, weil ich das letzte Mal mit ihm geschrieben habe. Das kann auch schon wieder ein halbes Jahr her sein. Weil der hat ja wirklich echt null mehr irgendwie sich irgendwie gemeldet, ne? Weil da ist mindestens 50 tief drin, wenn nicht 49, aber ich hab's einfach nicht mehr aufs Brett gebracht, leider. Ach, ist schon letzte Runde? Ja, ich bin durch. Keine Ahnung, ich bin in der 16. Runde. 19 Runden, huhu! Das wurmt mich jetzt, hätte man eine 49 geschafft, da bin ich überzeugt vor. Also eine 53,90 habe ich geschafft, aber auch keine gute Runde. Aber zumindest habe ich es am Ende mal geschafft zu bestätigen, ja, mit sehr kurz kommst du in eine Grenze. Oh, ich bin durch. Aber wow, 53 ist schon gar nicht schlecht. Ja, wahrscheinlich hast du dir mit sehr kurzen versaut. Naja, mag sein, dass ich mir die beste Runde damit versaut habe, aber in der Gesamtrennzeit war es, glaube ich, die bessere Wahl. Weil ich am Anfang ja nicht so schnell war. Aber ich schätze mal, dass du diese Schlenkerkurve bei dem Mauerwerk... Nee, da musst du auch vorsichtig sein, ja. Ja, ach, Mann. Das Ding fahre ich ja wirklich ja, nahezu Vollgas. Also, ich bremse da am Eingang. Das also, ist, ja. Was jetzt natürlich noch so eine Sache ist... Ich habe das so gemacht, da ich ja 300 da drauf habe, wenn ich da anschippe, habe ich, wenn die Steinmauer beginnt, nehme ich Gas weg und dann, wenn ich den Scheitpunkt genommen habe, dann sofort, also von der ersten Kurve sofort wieder Vollgas durch den Schlenker durch. Komme ich mit 290 immer noch raus. Kirsche?
Ja, wir müssen eh auf Tomete warten, der muss ja zu Ende fahren. Naja, ich muss jetzt noch zwei volle Runden fahren. Ja, ich kann trotzdem schon. Yay, dann sieht man jetzt zwei volle Runden bei mir, bitte warten, geil. Du kannst doch die Aufnahme pausieren. Ich hab schon mal Steuerung 2 gedrückt, kannst du auch machen, Kirsch. Oh. Guter Hinweis. Dann können wir ein bisschen Musik hören. Ich lasse die Aufnahmen laufen. Ich kann ja notfalls die Frame-Nummer rausschneiden. Frame-Nummer suchen, cut, fertig. Oder du packst in der Beschreibung da noch ein Kapitel rein. Oder Schriftzug rein drin gelassen, weil Musik so gut. Das ist vom Sega Touring Car Championship, das Musikstück. Ach nee, das hätte ich jetzt nicht gewusst, muss ich sagen. Wie viele Runden hast du jetzt, Tomete? Ich muss jetzt noch zwei volle Runden fahren. Und als wir drin waren, musstest du noch wie viel? Drei? Dann bist du auf jeden Fall vor Stevie, oder? Also ich bin jetzt in der 19. Davon ist auszugehen, glaube ich, ja. Weil Stevie hat minus vier Runden. Genau, wenn das ja, dann drei waren, dann werde ich wahrscheinlich Dritter sein. Mir wurden ja Runden geklaut. Kann ja auch nichts. Wenn Tomete jetzt stehen bleibt und zwei Minuten auf Toilette geht oder fünf Minuten auf Toilette geht, dann kannst du noch gewinnen, Stevie. Also für dich wird ja, glaube ich, die Average-Rundenzeit von dir angenommen für die letzten Runden. Und wenn Tomete es jetzt verkackt in den letzten Runden, dann schaffst du es noch. Aber immerhin haben wir das Doom 2 Outro, das ist doch schon auch mal was. Auch passt ja, ne? Wir sind jetzt hier im Hauptmenü warten, ne? Rennen wird ausgeklungen hier. Das hätte man auch locker unter 18 Minuten schaffen können. Mann! Aber das ist irgendwie eine recht langweilige Version eigentlich, also da gibt es wesentlich bessere von dem Stück. Ja, das ist, ich hab ja verschiedene da drauf. Aber es ist trotzdem mein Lieblings-Soundtrack aus Doom 2, ja, wieso? Jetzt, wenn ich da jetzt schon die letzte Runde allein über mich da hergehen lasse, ja gut, muss ich im Prinzip die ganze Zeit, dann habe ich wenigstens keine Musik dazu. Ja, ganz alleine bist du nicht das Kai. Ja, die habe ich aber jetzt schon so aus hoch überholt, du. Ich habe die wahrscheinlich schon dreimal überrundet oder so. Okay. Ja, ich habe die recht niedrig eingestellt, damit ich ja auf dem ersten lande. Nicht, dass da dann irgendwann steht plus zwei Runden und dann kann die mir das nicht ausrechnen. Das ist ja auch scheiße. Du weißt gar nicht, ob die KI dich überrunden kann. Das ist, doch, ja. Das kann die. Ja, wenn du die hart stellst oder einfach sehr schlecht fährst, klar. Aber prinzipiell, wenn da plus zwei Runden steht, dann sind das halt eben auch die Durchschnittsrunden, so wie bei Stevie jetzt die Durchschnittsrunden genommen werden. Ja. Bei Stevie hat seine KI namens Demon auch auf viel zu hoch gestellt. Das ist der Schwierigkeitsgrad, weißt du? Naja. Ja, wenn du dann nach Spielern den Schwierigkeitsgrad benennen musst, also. Genau. Schlecht, Mittel, geht so, gut, sehr gut, Demon. Oh Mann. Ja, schon irgendwie witzig, so. Ja gut, in HP 2 kann man mit dir das gleiche machen, ja. Also. Ja, auf 100% fährt die KI auf manchen Kombinationen tatsächlich auf mein Niveau. Die Nice 2 KI ist schon gut. Ja, die Nice 2 KI, da kann man nicht sagen, also. So, ich wäre dann auch durch. Okay. Ich glaube, am besten mache ich den Screenshot mit der Kamera, dann bin ich sicher, dass ich es habe. Nicht, dass ich wieder einen schwarzen Bildschirm habe oder so einen Scheiß. Was hast du für eine Gesamtzeit? 22.08. Und Rundenzeit? 0.59. 76. Gut, das war etwas langsam mit der Rundenzeit. Ja, ich habe jetzt von dir gehört, dass eine ganze Ecke besser noch möglich ist. Ja, 10 Sekunden, sagt er. Krass, ey. So, jetzt, Steuerung 2 drücken. Jetzt fahren wir diesen, Mercedes. Komischen Mercedes da, ne?
Ja, dann habe ich die richtige DTM. Ja, es ist RSM. Ja. Ich habe natürlich den Bug, dass immer noch der Mirage mir angezeigt wird, aber in-game ist es ja korrekt. Es ist immer wieder... Moment, ich hab noch eine Dummheit hier drin. Hat jetzt ja die KI an mich angepasst, das muss ich nochmal zurückmachen. Die hat keine Sponsors, ich meine keine Enderbahn. Nee. Da steht Eddie auf dem Fenster, okay. Da gibt's wo steht Eddie? Auf dem Fenster von dem Auto. Das ist ja cool. Der Eddie hat den... Oh, hinten auf der Rückscheibe auch. Ist halt ein Mechaniker, ne? Fast, ja. Ja, ja. Das will er auch auf ein Auto verewigt haben, ne? Der will nicht nur in der Box stehen und reparieren, der will auch wissen, dass er, ne, das, der will auch, dass er auf dem Auto ist, ne? Ja, verständlich. Dass alle wissen, dass er bei diesem Team, ne, der Mechaniker ist. Also wenn du wissen willst, warum die Karre so fuhr, ne? Das war ich. Sagt er sich dann so. So, jetzt musst du fertig werden, Tomate. Wir haben jetzt wieder Rennmusik. Okay. 3, 2, 1, go, go. Hier war auch kein Schaden, oder? Schnee. Doch, Schaden, aber kein Nitro. Achso, da muss ich die Anzeige haben. Oh, ich habe schon 4% Reifen, weil ich einen Burnout im Gesicht habe. Ich auch. Und ich das nicht bemerkt hatte, ich vorhin. Das Auto kippt leicht um, Achtung. Ich fliege erstmal. Das heißt, Moment, wie viele Reifen hattest du eben? 4. 4. Einer liegt vorne. Nein, nicht so Prozent. Oh, der war gut. Hier habe ich mir auch wieder ein kurzes Getriebe reingeschmissen. Och ey, was mach ich denn? Hab ich, glaub ich, auch. Ich hab vergessen zu gucken. Ich hab vergessen, was ich hier hatte. Da kommt. Was kommst du jetzt so angerauscht? Richard. Och Mann! Alle paar Minuten. Moment, hatten wir hier eigentlich Nitro? Nee, ne? Autsch. Wo bist du? Nein, Alter. Wann haben wir denn. Ich weiß nicht, wann wir mal Nitro haben, aber nein. Letzte Rennen oder so war Nitro. Ich habe leider den Berg vergessen. Ich hab jetzt schon 3 Resets übrigens hinter mir. Ich hab grad einen gemacht. Oh, ist fast den 4. weil ich... Alter, wirklich. Das ist die Resets, oder? Hatte ich jetzt noch gar nicht. Da. Oh, ja, jetzt doch. Ruhe. Der kippt leicht um, Kirsche. Ja, ich weiß. Das jetzt zumindest. Deswegen hab ich da so hart gebrannt. Das war der ganze Grund. Ja, im Nachhinein gesehen hätte das ein Hinweis sein. Man merkt, dass das hier keine normale Strecke ist. Du kannst auf die Pfeile nämlich einen Fick geben. Ja, oder rückwärts oder so. Weil die rückwärts fahren, sonst wären sie korrekt. Das ist nur, weil wir rückwärts fahren. Ach so, aber stimmt, normale Strecke. Das heißt, bei normalen Strecken würde rückwärts gehen, oder? Oder geht's da auch nicht? Also bei den Originalstrecken. Bei den Originalen geht's, ja. Okay, aber dann habt ihr recht, dann kann man daran erkennen, dass es keine Originalstrecke ist. Das könnte man bei Custom auch machen, aber da müssten wir selber das nochmal verrückt machen. Ach Moment, die Strecke war das genau, da habe ich das normal gelassen, weil es halt lange Strecken gibt, die aber trotzdem nicht reichen, um den auszufahren. Also in kurz habe ich gerade nachgeschaut. Kurz ist am besten, ja, weil das mit dem normal kommst du trotzdem nicht auf eine höhere Topspeed. Das geht einfach nicht. Und bei kurz, ja, da kommst du zwar knapp in Max rein, aber da musst du, aber das kannst du eh nicht ausfahren, weil du so vorher schon bremsen musst, um die Kurve zu kriegen. Wahrscheinlich komme ich sowieso nicht auf Max, also höchstens in der letzten Runde, wenn man weiß, wo es lang geht. Und die erste Runde habe ich sowas von Kacke gefahren, das geht auch noch gerade weiter, so. Meine Fresse, was mache ich denn hier gerade für Bullshit, ey. Das ist gerade gruselig. Das ist ja schon die zweite Runde, das ist die zweite Runde auch gruselig, okay. Danke dafür. Ich komme gerade verhältnismäßig gut klar irgendwie. Muss ich mich nur noch erinnern, wo ich in der ersten Runde gecrashed bin und es da halt eben nicht nochmal machen. Und gleich so, ach, hier war das und ist gecrashed. Ja, ja, wahrscheinlich passiert mir genau das. Das Einzige, was manchmal ist, ich gucke so mit einem halben Auge auf die Pfeile und ich gucke gerade in die Richtung. Und wenn es dann rot wäre, dann bremse ich, obwohl ich es eigentlich gar nicht müsste manchmal. Ja, ah, hier war auch bremsen. Ah! So, das musste jetzt sein. Also die zweite Runde ist bis jetzt ohne Resets. Ja, vielleicht sollte man bei rückwärts den Hotkey, den ich jetzt aber gerade nicht weiß, dafür die Pfeile ausschalten. Mensch, ich fahre wie so ein letzter Henker. Kein Reset und dann doch ein. Der hüpft aber auch schnell, ey. Haben wir hier eine Low Gravity oder was? Nö, hab ich nicht. Fühlt sich aber so an.
Habe ich auch erst gedacht, aber nein. Das fühlt sich aber Gravity wirklich... Gravity war hier doch Default, oder? Ja, aber das fühlt sich halt nicht so dann ran. Ja, wahrscheinlich, weil vorher 300 Grip gefahren sind. Kraft gefahren waren. Vielleicht deshalb. Oder das Auto hat eine scheiß Downforce, kann ja auch sein. Ja, lass da nicht drüber reden. Also ich frag mich, hey, bleib doch bitte auf den Reifen drauf. Oh. Guck mal, ich will jetzt die dritte Runde vernünftig hinkriege gleich. Weil das war ja nur noch gruselig, was ich hier mit zusammengefahren habe. Pfeil, das war gelogen. Hier war kein Berg. Ja, vielleicht sollte man die wirklich ausschalten. Bei rückwärts. Ja, ich hab nicht gebremst. Also, ich hab nicht gebremst. Ich wusste das ja. Ja, jetzt bin ich im Ziel auch komplett, habe ich mich da überschlagen. Also ein paar Resets werden drin sein. Ach Gott. Obwohl in der letzten Runde war nur ein Reset, also... Ja, die Musik, ey. Die Musik. Die ist gut für Racing auf jeden Fall. Ist ein, ja, witzig. Ist ja auch Need for Speed 2 gewesen. Ja. Warum habe ich da gebremst bei der Kurvenrichtung? Ja, ich bremse auch gerade viel zu viel, aber... Ja. Ja, das Rennen habe ich richtig scheiße gefahren. Halt also zum Thema ist passende Racing-Musik. Ja, wie überraschend bei Need for Speed 2 Musik. Dabei Need for Speed 2 passt auch nicht alles so extrem gut zu Racing. Doch, weil sie interaktive ist. Ja, aber wenn du zum Beispiel bei diesem Jabak da vorbeifährst, da, ich weiß jetzt gar nicht, welche Strecke waren das nochmal. Aber es passt von der Strecke. Ja, schön. Das ist richtig, ja. Aber jetzt nicht zum Racing an sich. Ist schön, dass sie interaktiv ist, bringt aber nichts im Radio. Das Radio weiß nicht, ob sie, wie interaktiv sie arbeiten soll. Ja, gut, bringt ja auch nichts, wenn du auf die falsche Strecke dafür fährst. Welche Strecke waren das nochmal mit diesem Jahrmarkt da bei Need for Speed 2? Bestimmt North Country, oder? Das kann sein, ich bin mir echt nicht sicher. Das ist das ich denke bei Jahrmarkt an Ägypten. Das sicherlich nicht. Wow. Zu weit es überhaupt keine Ägyptenstrecke oh, gibt. Oh mein nee, Gott. Nee, ich meine auch Nice. Okay. In Nice gibt es doch die Ägyptenstrecke. Oder ja. Aber in Need for Speed 2 gibt es keine Ägyptenstrecke. Also, ach ja, hier war Bremsen. Gut, da war jede Runde durch. Boah, echt? Okay, dann bist du Zweiter. Viele Crashes gehabt. Die Rundenzeit ist nicht erwähnenswert, die ist scheiße. Jetzt durch. Hör mal, nur drei Runden. Wie soll man da die Strecke lernen? Ja, ich hätte sie mir mehr angucken sollen. Ich habe zu sehr die erste gespielt. Hier hatte ich zu wenig Erfahrung, habe ich gerade festgestellt. Das war nix. 2.9 hatte ich als Rundenzeit. 2.14, lass nicht drüber reden, Alter. 2.08.30, aber da waren ja jede Runde eben halt Unfälle drin. Wir waren fast so gut wie Demon. Ja. Und eine 6.37 habe ich als Gesamtzeit. Bei den ganzen eine Sekunde hinter Demon. Du bist eine Sekunde hinter Demon. Oh, das ist gut. Das ja. Ist was damit. Ja gut, bei den 5 ist jetzt halt Millionen die Frage. Unfällen. Ja. Wollte gerade sagen, also wenn du so viele Unfälle hast, da weiß ich nicht, ob man darauf stolz sein kann, einzig das ist ja, wenn das jetzt Ergebnis. War eben eine absolut gruselige Fahrt bei mir. Bist du da, ach, bist du denn durch schon, Tomete, oder? Wie gesagt, der ist eine Sekunde nach dir angekommen. Ja gut, dann macht das Sinn, okay, dann machen wir Steuerung 3. Oh, scheiße, Mann. Jetzt haben wir den Kugelblitz. Nein, die Mercedes CLK in meinem Spiel. Das ist aber unfair. Komm, das ist aber echt unfair. Ey, das geht nicht, das ist zu unfair, Alter. Nee. Ich kann mir deswegen nicht mehr Explorer auswählen. Das ist doch scheiße. Deswegen ist der auch so schnell, so mein Gott. Steuerung 3 sagst du. Ja. Wie ich jetzt selber gucken, wie es aussieht, weil wir Explorer haben. Das ist ja ein Witz, ist das ja. Moment mal, ich muss doch mal kurz was gucken. Die KI bestimmt. Ich wollte doch mal sicher gehen, dass ich das Getriebe auch richtig eingestellt habe. Sehr kurz. Ganz genau! Sehr kurz! Genau.
Bisher sehr kurz und kurz, dann jetzt wieder sehr kurz. Sehr kurz ist super. Da kann nichts schief gehen. Da kann nichts schief gehen, ne. Da bleibt der Motor heile. Oder vielleicht auch nicht überdrehen. Ja, könnte ein bisschen warm werden, ja. Okay, bist du bereit, Tomele? 3, 2, 1, go. Das hat auch Schaden, oder? Oh. Schaden ja, Nitro nein. Nitro hätte dem schon ziemlich geholfen. Jupp. Ich hab einen scheiß Start gehabt, das sehe ich an Speed. Einfach Vollgas, oder? Ja, ich hab nicht Vollgas angefahren. Ich war Ferrari-Modus. Aber der überdreht ja nicht beim Start. Wie ist die Getriebesituation bei euch? Ich hab auch lang. Ja, sehr lang. Ich hab nur auf lang. Ich hab lang. Warum lang? Jo. Auf sehr lang kommt er nicht aus dem Port und fährt trotzdem die gleiche Topspeed. Ja, dann hab ich's ja mal, dann hab ich's ja mal wie Dennis, aber trotzdem ist er schon wieder weg. Du hast es richtig gemacht. Yay! Ich hab da gar nicht groß drüber nachgedacht. Ich hab gedacht... Seitdem der Windschatten macht sehr lang nutzt. Ja, deswegen seid ihr auch schon weg, ich sehe euch nicht mehr. Aber... Ich bezweifle es, weil... Hast du für ein Getriebe nochmal drin, Kirsche? Sehr lang, oder sehr lang. Siehst du, ich kann mit dir auch problemlos nicht halten. Ich hab lang, ihr haut von mir einfach, seid von mir einfach abgehauen. Du ziehst mich ja mit, Kirsche. Ja, genau. Dachte ich aber umgekehrt auch. Aber so. Der kann hat weniger Power, aber du ziehst mich ja mit. Wenn ich mal überlege, ich hänge bei 124, 125. Das Problem an sehr lang ist eben, dass der keine höhere Topspeed hat, auch sehr lang. Aber ja, das konnte ich nicht testen in der Zeit. Deswegen kannst. Und deswegen. Gewinne ich meistens das Windschatten-Duell gegen dich sogar, weil meiner besser beschleunigt. Also, ich bin mal 128 im vierten. Ja, 130 packt er. Und mit Windschatten ungefähr 140 bisher. Dann ist das richtig unfair für mich gerade. Jupp. Du, ich hab auch keinen Windschatten, mach dir nix draus. Oh Gott, was war das denn? Alter. Also, ich hab grad den 80er Grip gemerkt. So kann man den Renntag natürlich schön in die Länge ziehen. Aber Kirsche hilft mir aus der Situation. Egal. Und die Karre rutscht gern unten, dadurch wird er noch langsamer, ey. Nein, das rutscht nicht am 80er Grip. Der Grip ist reduziert bei diesem Rennen. Ja, geil! Aber du hast hier zum Glück 1000er Gravitation. Das bringt ja boah, auf Melbourne mit dem Käfer. Das bringt ja so viel. Auf Melbourne mit dem Käfer. Oh Gott. Deswegen ist es gut, dass wir das haben. Zum Glück. Aber mit niedrigen Grip, ey. Lecofania. Wir haben jetzt zwar keinen einzigen Berg in Melbourne, aber wir haben zum Glück. Zum Glück haben wir. 1000er Gravitation. Ich wollte aber abheben. Ach Mensch. Wo willst du gerade drauf hinaus, Kirsche? Ausholen für die Kurve. Die noch mal nach links, sagte die Anzeige. Nee, du wolltest gerade ein bisschen weit nach vorne. Das finde ich jetzt nicht so in Ordnung. Hier, jetzt machen wir es mal wieder Zusammenhalt, ne? Zusammenhalt wäre schön. Also, ja, ja. Eins kann man. Ich glaube, die Pfeile werden niemals rot. Nee, das glaube ich auch nicht bei dem Auto. Oh, gelb. Oh, was? Du, weil du so viel Windschatten geschnorrt hast. Deshalb. Schnor den nicht, ich hab arbeite mit den hart. Oh Sole Bio. Oh, ich ist drin gekommen. Ja gut, schnorren und erarbeiten, manche Leute definieren das gleich, also. Ja gut, schnorren muss da auch was arbeiten, ne? Muss ich hinsetzen, all dein Zeug. Schaden ist sogar an hier. Natürlich! Ich hab ja auch mal den Penner gesagt gehabt, so jetzt gehe ich arbeiten. Ja, gut, das ist halt dein Job, ja. Du, daran verdienen sie sich ja irgendwie ihre Kohle, also. Na, hier ist doch ein gelber Pfeil. Ja. Oh, rot. Was? Oh, ihr habt mal rot? Oh, das sieht schlecht aus. Ah, warte doch mal kurz.
Du hast sehr lang gehabt, ne? Ja. Tschüss. Kann man das kurz auf sehr kurz ändern? Tschüss, Kirsche. Ja, wo ihr rot hattet, hatte ich orange. Eigener Fehler. Vielleicht hat ja, aber jetzt wird's langweilig. Vielleicht hat ja Yoda einen Hotkey eingebaut, dass du, womit du das Getriebe änderst. Dann musst du ein bisschen rumprobieren. Da habe ich meine allergrößten Zweifel. Wo kann ich denn jetzt Nitro aktivieren? Nur in der Yonat-Version. Wenn ich jetzt raus alt habe. Ja, dann hast du das eh. Dann hast du das. Dann hast du es. Ja, dann können wir dieses Rennen nicht mehr weitermachen. Du meinst, dann ist das so, wir fahren das Rennen und dann fragt niemand, welches Getriebe wir haben und dann sagt er es und dann drückt Yonat schnell den Button. Ja, das wäre auch nicht schlecht. Ja, die Yonat-Version. Das bringt ja nichts. Das ist ja das Getriebe, was für Demon am besten ist. Das heißt nicht, dass es für uns am besten ist. Das sieht man ja bei mir. Ich hab auch lange und ihr seid weg. Ja, du könntest glaub, mich jetzt einholen. Das kann einen Unterschied machen, das teilweise, ja. Also jetzt, wo ich alleine fahre, ohne Windschatten mit sehr lang, könntest du mich einholen, Stevie. Aber noch bin ich ja relativ nah an Demon dran. Nicht, dass ja, ich noch sehen würde, aber von der Zeit her. Ja, aber ich kann mich schon mit 130 nun mal nicht so gut absetzen. Ne? Ja, aber ich kann mit 130... Ich hab 130 und noch nie fahren. Gesehen und dabei gebe ich Vollgas. Was? Das ist merkwürdig. Ja, weil immer dann eine Kurve kommt, dann geht er ja wieder runter. Ja, aber das sind ja zwischendurch so kilometerlange Bahnen. Jupp. Also ich habe 28 hier, aber viel mehr kommt er jetzt auch nicht mehr. Also ich bleib hier die ganze Zeit bei 131 hängen. Ja, dann hast du lang wahrscheinlich. Nee, sehr lang. Auch sehr lang? Okay. Ich habe sogar 131 jetzt. Ja, 131. Ich schaff... Ich drücke hier Vollgas! Ja, dann lenk weniger. Noch ja. Weniger als sowieso schon? Ja, ich bin noch nicht einmal vom Gast gegangen, also... Lenk für den auch. Ja, wofür denn das auch, ja? Das Ding hier? Und vom Gas gehen? Lenken so wenig wie nötig. Ich müsste mir so ein Gewicht kaufen, dass ich hier aufs Gaspedal stehe. Ja, hab ich. Heißt Fuß. Ich meine, als es nicht mein Fuß ist. Ach so. Bonusgewicht. Ja, dann muss ich die ganze Zeit auf Gaspedal da hinten. Ich wünschte mir wirklich, dass ich den grünen Punkt trotzdem ein bisschen weiter nach hinten kriegen könnte. Wieso, der grüne Punkt bist doch du, ich bin der rote. Ja, wenn ich ja... Also, das ist ja sich Ansichtssache offensichtlich, also. Ja. Ah, jetzt entsteht da, glaube ich, ein Abstand. Nee, ich bin genau in der Einkurve, wo ich vorhin rausgeflogen bin, wieder etwas schräg gekommen, dann rutscht da, quietscht da, geht den dritten Gang runter. Dann habe ich jetzt ja definitiv einen windschattenfreien... Ja, hast du vorher schon, du warst nicht mehr zu sehen. Ja, beim Nebel bin ich mir da nicht so, ich glaube, das ist wirklich komplett windschattenfrei. Nee, das ist, naja, doch ziemlich sicher. Ja, es ist gut, ja, es ist. Da wird zwar für die Rundenzeit nichts mehr, aber... Ja, beste Runde wird sich jetzt nicht mehr ändern. Nee. Was habt ihr? Meine Rundenzeit ist 2,28, da wäre sicherlich eine ganze Ecke mehr drin. Ich hab 2,29. 2,31! 2,26,09. Wieso hab ich so eine krass, ich hätte gedacht, der Unterschied ist ohne Windschatten, dass der wesentlich größer ist. Dann habe ich ja doch noch die Chance, nicht Letzter zu werden. Okay, habe ich jetzt nicht verstanden, weil ihr beide gelabert habt. Wieso habe ich so eine scheiß Rundenzeit, obwohl ich da im Windschatten mitgefahren bin? Wir waren beide im Windschatten, wieso hast du 3 Sekunden besser? Ich glaube, in der zweiten Runde hast du schon den Bullshit gemacht. Ach, war das schon die zweite Runde? Ich glaube, ich bin jetzt nicht sicher. Ja, in der dritten bin ich gerade ausgebrochen, in der zweiten war der Bullshit. Ja. Oh Mann. Dieser Motor ist sehr einschlägig. Ja, Bullshit, wenn wir gleich zwei auch Bullshit-Setups sehen. Na gut, da kannst du höchstens die Aufhängen machen, aber sonst. Bounce. Sonst hat das nicht allzu viel, das ist richtig. Bei Highstakes könntest du es im Singleplayer ja theoretisch machen. Highstakes hat immer Bullshit-Setup. Oh Mann. Es gibt nur diese eine Kurve, die ein bisschen härter ist, ne? Ja. Ich würde jetzt gern kontern können mit, du verwechselst das mit HP2, aber HP2 mag ich ja selber. Außerdem gibt's da kein Setup.
Das ist natürlich auch wieder richtig. HP2 sollte Windschatten haben. Das wäre schön. Ja, das hätte was, das stimmt. Da wäre ja zum Meter oft vorne. Da wäre ich immer letzter und immer vor mir. Oh. 2.26.12. What? Du bist noch schneller? Ja, weil ich ein langes Getriebe drin habe. Da kann er die Topspeed besser halten. Oh, ich weiß nicht, ob sich da so viel ändern würde. Also aktuell gewinnst du in HP2. Also bist du ja in HP2 öfter besser als ich als umgekehrt. Du Kirsche verlierst in den Kurven viel mehr Geschwindigkeit. Ja, vor allem nach den Kurven. In manchen Kurven komme ich oftmals auf 115, 116. Aber ist okay. Weil Kirsche, du kommst ja aus den Kurven nicht raus. Ich komme ja kaum, also die schärfste Kurve komme ich auf 126, wenn ich das gesehen habe. Und das schafft das sehr lang. Da bin ich sogar niedriger. Nee, er meint ja so schnell 126, ne? Nie langsamer als 126. Ja, genau. Deswegen. Ja, aber ich komme auf der Geraden ja nur auf 127. Deswegen, obwohl das sehr lange die gleiche Topspeed hat, obwohl du die ganze Zeit durchdrückst, verlierst du trotzdem in den Kurven eben mehr Geschwindigkeit als auf dem langen Getriebe. Nee, mir war schon klar, dass man irgendwie, wenn man alleine fährt, wird sehr lang wohl nichts reißen kann. Ich hatte halt auf Windschatten gehofft. Das habe ich mir halt selbst verdorben. Hätte ich halt doch noch eine dritte und vierte Runde zum Üben vielleicht fahren müssen. Das Ding ist, ich habe nicht mal auf die Topspeed geguckt, ich habe einfach die Strecke gesehen, habe das Auto gesehen, da habe ich gedacht, okay, alles andere als sehr lang macht sowieso keinen Sinn. Ist nicht immer so, wie du siehst, Tomate. Ja, aber prinzipiell ist schon mal die richtige Richtung, ne? Dann gibt's halt eben Feintuning. Oder... und ich glaube, dass du auch keine 131 schaffst, ne, Kirsche? Schaffst wahrscheinlich höchstens 130. Nee. 130 habe ich noch nicht gesehen jetzt. Ich war auch schon auf 131, also so ist nicht. Ja, du hast ja auch lang, oder wie habe ich das verstanden? Nee, ich habe sehr lang. Nein, du hast sehr lang, genau. Sivi hatte auch lang, ja. Echt? 131? Okay, muss mal gucken. Oh, schon wieder einen Gang verloren in der Kurve. Obwohl doch bei der schärferen Kurve... Ja, da wo ich rausgeflogen bin, ne? Da verliere ich dann doch ein bisschen mehr. Ja. 121 oder so hatte ich da eben. War aber, glaube ich, scheiße rausgekommen. Ja, ich hänge jetzt hier im dritten Gang fest, Leute. Ah, jetzt wieder vierte, gut. Ja, die Runde war ein bisschen langsamer. Ach, die Hälfte haben wir ja schon. Selbst die Musik hat sich auf das Rennen angepasst. Was haben wir? Sandmännchen? Nee, wir hatten eben Doom, E26 oder so war das, glaube ich. Whatever that is. Nee, jetzt haben wir Anfell. Es wird aber noch schneller als nur der Anfang langsam. Das ja, aber eben hat wir ja Gas geben. Aber für das Auto passt das doch auch so. Das ist richtig, aber da hat Doom auch gepasst. Doom passt für dich wohl zu allem, ne? Da hat er nicht Unrecht. Naja, aber ich meine jetzt hier generell, weil es recht langsam ist, wie wir fahren, ah, Mist. Langsam ist. Das war dumm in der Kurve von mir. Bin ich im zweiten Gang in den 70. jetzt siebten über 70 km/h reingerutscht und gewollt. Zweiten Gang, oder bist du aber arg gerutscht? Ja, bin ich! Aber 131, wo soll denn das sein? Da wo ich gerade gefahren bin auf der Ich meinte Tomete mit sehr lang. Achso, mit sehr lang, ja gut. Das weiß ich nicht. Ich habe das sehr lange nicht lange getestet. Badumts! Weil das nicht gerade gut war. Ich hänge hier auf 128 Topspeed seit. Es war, als ich eine KI überrundet hatte. Oh ja, mit Windschatten. Mit Windschatten hatte ich über 140. Oh, ich muss mich korrigieren. Die scharfe Kurve kann man mit 128 rausgehen, wenn das die, glaube ich, war. Wenn nicht, wenn man auf der Geraden wird, dass man sich reinfährt in die Kurve. Die scharfe Kurve kommt gleich erst bei dir. Ach, die kommt erst noch. Ach, scheiße, ich hab mich schon gefreut. Da bist du nämlich gerade. Wo ist die denn? Die kommt jetzt, oder? Ich weiß noch nicht, wo die ist. Okay, mit 121 muss ich mir zufrieden geben. Okay, ja gut. Egal, scheiß drauf. Kirsche, warte, ich kann dir sagen, wann die bei dir kommt. Die müsste jetzt gleich kommen. Und zwar jetzt. Die Karre ist so langsam, man kann ohne Probleme oben auf die Map schauen, ey, wirklich.
121. Ja, hatte ich auch drauf. Ah, warum bin ich denn ins Grüne gefahren? Kann man wohl echt nicht schneller kriegen. Oh! 225,71. Boah. Cool. Amazing. Ja, ich hab die scharfe Kurve diesmal richtig toll getroffen. Hat sich wohl ausgezahlt. Bei 30,35, aktuelle Runde. Meine beste war eine 2,29,66. Ha, da war meine beste eine halbe Sekunde schneller. Ja, das ist eine ganze Menge bei dem Auto hier. Na, glaube ich gar nicht. Na ja, das ist ein Rutscher mehr oder weniger. Bei dem Auto auf jeden Fall. Aber bei dem Auto kann man auch problemlos nebenbei was trinken und salzstark essen, alles gut. Tafel 2 spielen. Ja, ich habe leider nur ein Lenkrad, also. Ja, das könnte schwierig werden. Boah, das von Zoll hat er gesehen, ne? Mit dem Fanatec, was er da überlegt oder war sogar kurz davor. Darauf hat Dennis doch sogar was geschrieben. Ja, genau. Ja, der will das ohne ohne Fußpedale kaufen. Ich würde aktuell eher Mozart tatsächlich nehmen. Ja, aber das viel krassere ist, dass er es ohne Fußpedale kaufen will. Wo ist denn da der Sinn? Ja, das ist ein billiger. Weil du kaufst ein 800 Euro Lenkrad, um dann die Fußpedale wegzulassen. Ja, nee, das Teil hat, also sein ursprünglicher Plan war original, das Pad zu nehmen, an das Lenkrad in der Mitte dran zu kleben und die analogen Sticks vom Pad für Gasbremse zu nehmen. What the hell? Und seine jetzige Variante ist, weil ich es gestern erzählt hatte, dass mein altes Lenkrad das konnte. Mein altes Lenkrad hatte neben den Schaltdingern noch zwei analoge Hebel am Lenkrad mit dran, die man halt eben als ja, Gasbremse nehmen konnte, wenn man Pedale nicht dran hatte. Oh, das hat das hier auch. Das hat zwei analoge Hebel am Lenkrad. Das ist doch kompletter Quatsch. Die meiste Zeit machst du an der Qualität der Pedalen gut. Ja, ich bin mir da auch nicht sicher, dass das eine super Idee ist. Nee. Aber mein Gott, in HP2 bremst du halt nicht viel und Gas ist meistens Vollgas, so gesehen. Könntest du sogar Knöpfe für Bremsen nehmen. Ach, die Runde war 2 Sekunden zu langsam. Ich hab's kompletten Bullshit gemacht an der einen Stelle. Also, eine Bremse könntest du, glaube ich, echt einen digitalen Knopf nehmen. Das müsste gut genug sein, eigentlich. Gas hätte ich, glaube ich, schon gerne analog. Würde ich nicht haben wollen, tatsächlich. Ja gut, du bremst ja dauernd zwischendurch. Ich bremse ja nur bei den Kurven, wo man echt viel Geschwindigkeit verlieren muss. Nee, digitale Bremse will ich nicht haben. Nee, das geht nicht. Bei HP2 ginge das. Es ginge, aber ich will's nicht. Das finde ich nicht gut. Du kannst ja fast nur versuchen. Ich benutze die Bremse so wenig. Boah, bis der endlich mal wieder auf Schwung kommt, hier, mach doch mal 130 da rein. Du kannst eine digitale Bremse haben, dann ist das aber eine Handbremse. Nein, die Fußbremse meine ich. Die normale Bremse. Ja, nee, das das heißt ja gut, ab und zu fahre ich auch Tastatur, da darf ich die Strecke drüber auch. Da ist eine Ramp. Aber wenn man sich schon so ein Lenkrad holt, dann sollte man sich doch auch die Pedalen dazu kaufen. What the fuck? Ja, wenn schon Dennis schon da ist, wenn man sich schon so ein Racing-Lenkrad holt, dann wird. Die sind halt scheißen teuer, ne? Die Pedale sind dann nochmal. Keine Ahnung, was kosten die? Ich weiß es nicht. Ja, aber dann sollte man. Ach, das auch nicht. Also, ja, aber da würde ich dann auch mit schon zustimmen. Entweder ganz oder gar nicht. Ja, fand ich auch eher komisch. Mal gucken. Gerade die Pedalen. Gerade die machen das doch gerade den Unterschied bei den Simracing-Hardware. Ja, er fährt ja kein Simracing, so gesehen, das ist ja egal. Obwohl ja, aber wenn du kein Simracing fährst, dann kaufst du nicht so ein teures Lenkrad. Ja, hätte ich auch gedacht. Entweder das oder auch bei Arcade, die Pedalen sind das, was den allergrößten Unterschied ausmacht. Ah, weiß ich nicht. Im Vergleich zu einem Pad ist, glaube ich, das analoge Lenkrad, wo du viel mehr Grad hast, schon ganz nützlich. Ich sag's mal so, bei Nice oder wie heißt es? HP2? Ja, gerade wenn da du das auf Kraft statt auf Pedal bremsen darfst. Ja, das hätte ich glaube ich. Ich habe ja das wenigste vom wenigsten, was das an Lenkrädern gibt, aber bei HP2 oder Dice 2 oder so, da ist das scheißegal. Weil das soll ja richtig gut das
die Konsistenz beim Bremsen verbessern, wenn du mit Pedal Druck statt Pedal Weg bremst. Und das würde sich dann natürlich auch bei Arcade bemerkbar machen. Na, das glaube ich nicht. Naja, doch, wenn du... Also bei Stakes vielleicht, wo du Bremse zum Lenken nimmst. Nee, gerade da nicht, weil da gerade da tust du ja eh mal voll reinhacken in die Bremse. Nö, kannst du mehr oder weniger lenken mit Bremse, oder? Je mehr du bremst, desto mehr lenkt er. Nee, gerade da empfiehlt Rave schon so, dass du da Bremse immer voll reinhacken. Non stottern, oder was? Also wenn du dann weniger lenken willst, wieder Bremse los, Bremse drücken, Bremse los, Bremse drücken, oder was? Ja, da musst du aber fairerweise sagen, Ravage ist sowieso sehr auf Instant. Ja. Was AP2, was NFS 4 angeht. Aber. Ja, nee, Ravage hat bei meiner Bewertung der Rundzeit gesagt, auf Atlantica, da haben wir ja so eine Challenge gemacht. Ich verliere alles auf der Bremse, weil ich eben keine. Weil ich so. Ja. Variabelbremse nicht. Da hat er wirklich echt gesagt, ich müsste. Er hat mir da tatsächlich empfohlen, dass ich eine digitale Bremse benutze. Weil das gefiel ihm nicht. Okay. Aber bei Spielen, wo du unterschiedlich stark bremsen musst, ist quasi jedes andere Arcade-Spiel. Ja, bei HB2 musst du nirgendwo unterschiedlich stark bremsen, oder? Bei den Bremspunkten ist halt eher die Frage, wo ist der Punkt, wo du anfängst zu bremsen und das war's. Weiß ich gar nicht, ich mach das so routiniert. Ja gut, du bremst halt dauernd zwischendurch. Da mag es sein, dass du kurze zwischendurch bremsen, da willst du wahrscheinlich keine Vollbremsung haben, da willst du irgendwas anderes haben, ich weiß nicht genau was. Aber wenn es einfach nur darum geht, langsamer zu werden, dann an welchem Punkt fängst du an und das war's. Haben diese Druckbremsen auch Force Feedback dann? Bei Fanatic, ja, aber das wäre auch noch nicht cool, wenn ich bin aus der schnellen Kurve mit 228 rausgekommen. Wie hab ich das gemacht? Mit 227 habe ich gerade auch geschafft. Und die schnelle Kurve meinst du die langsame Kurve, schätze ich. Ja, aus dieser... Ach nee, da war ich ja noch gar nicht. Aus dieser 121 km Kurve, da war ich diesmal mit 128 rausgekommen. Ich war bei einer völlig anderen Kurve. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich den Rest gut gefahren bin. Ich hoffe, ja, dann müsste es eigentlich jetzt eine traumhafte Zeit werden. Oh ja, 2:24:35. Ach ja. Und so vergeht die Zeit, ja. Naja. Oh, das passt dir jetzt. Das passt jetzt aber richtig, ey. Und so vergeht die Zeit. Das passt dir jetzt hervorragend. Ja. Weil wenn du diese Druck Pedalbremse hast und dann noch Force Feedback in der Bremse, dass du merkst, wenn es blockiert, wenn das Spiel das unterstützt, dann wäre es schon ziemlich cool. Ja, das hat Fanatec. Die haben das. Ja, das Spiel muss es auch können. Halt. Also HB2 wird das gar nichts bringen, aber... Das ist richtig, das Spiel muss es können. Das muss Porsche würde es was bringen, wenn es das kann, aber wahrscheinlich eher nicht. Ja, diese Arcades können das eh nicht. Denke ich auch. Weil du brauchst ein Spiel, was Telemetriedaten sendet. Das machen die ganzen Simulationen. Wir werden es überstehen, sagt er. Aber ich kann den Namen von der Band auch nicht aussprechen, also. Es gibt einen Song, der genauso heißt wie der Bandname. Wo ist denn das Problem? Es spricht sich Rammstein. Wo ist denn das Problem, Epinephrin zu sagen? Das ist definitiv nicht Rammstein. Wo ist denn das Problem, das Wort? Wie heißt Epinephrin oder irgendwie sowas? Epinephrin. Wo ist denn das Problem? Hört sich irgendwie medizinisch an. Ja, das Epinephrin ist irgendwas Medizinisches eigentlich, ja. Aber ich kann es nicht aussprechen so richtig, das ist die Sache. Ja, ich dachte nur bei Band, wo es einen Song gibt, der so wie die Band heißt, dachte ich mir, ja, dann ist es klar, welche Band es ist. Achso, nee. Oh, nee, es gibt nicht nur auch bei Iron Maiden. Ist und nicht nur Rammstein, die das gemacht haben. Da gibt's eine. Von Ostfront gibt's das auch, also. Okay, aber die Frage ist, welche von all denen sind im Radio? Wie viele Songs sind im Radio, wo der Song wie die Band heißt? Also, wenn man die Kurve richtig fährt, dann geht die tatsächlich ganz locker flockig wie alle anderen Kurven. Das kommt drauf an. Das ist mir jetzt gerade mal aufgefallen. Also das ist die Oper gar kein Thema. Ich bin nur jedes Mal falsch gefahren. Ja, ich muss auch mal ein bisschen drauf achten. Also, Ostfront, was ich eben erwähnt hatte, die gibt's ja auch im Radio und. Aber gibt's auch den Song? Den gibt's nicht.
Aber das Ostfront ein Lied machen würde, das Ostfront heißt, das ist klar, weil, also auch wenn sie geil sind, die sind eine Rammstein-Kopie, das muss man ganz klar sagen. Hat Ostfront? Ostfront ist eine, also mittlerweile nicht mehr so extrem, aber wenn du das erste Album anhörst, da war die so eiskalt eine Rammstein-Kopie. Vielleicht muss ich mal das erste Album anhören. Weil bei den anderen Songs, die ich so gehört habe, kann ich das jetzt nicht bestätigen. Ja, also das erste, das geht sehr stark in die Richtung. Dann muss ich das mal anhören. Alter, wo parkst du denn? Ja, irgendwo hier hinten. Ja, dein Name wird hier eingeblendet, aber ja. Ich hatte Schwung drauf. Ja. Trompete, fährst du noch? Ja, ja, ich fahre noch. Yay, zweiter. Wahrscheinlich bist du sogar relativ gut zweiter. Weil ich brauche jetzt bestimmt noch 10 Sekunden. Oh, dann bist du vierter, Stevie ist im Ziel. Guckt euch das ran. Alle Rennen beenden, seitdem ich hier das neue Internet im neuen Hause habe. Das war aber auch zu erwarten, dass ich letzter werde, also. So. Alten Feature von dem alten Internet, dass es Random Packets entsorgt hat. Ja, das Internet, was ich hier habe, ist eben total spitze, muss man echt sagen. Also, was haben wir denn? Stevie hat 25, wir haben jetzt 34. Steuerung 4. Oh ja. Gehörtometer 25, 34 wäre Stevies Zeit. Ja, ich habe 25, 42, aber. Es war nicht anders zu erwarten, das muss man mal ganz klar sagen. Für die 42 bekommst du einen Bonuspunkt. Was kam jetzt? Ach, der Bus, ne? Jetzt Nitro, kommt der Bus, ja. Kein Schaden. 21 Gründchen. Yay! Bus, wie lange dauert denn so eine Runde? Tatsächlich relativ schnell. Unterschätze den Bus nicht, wie wenn er mal. Der Bus, der ist nicht so schlimm, wie es klingt, wenn man Bus hört. Also, der geht ganz schön ab, du. Okay, Rallye-Bus, Racing-Bus. Mit Konstant Nitro? Weil es ist kein Schaden, du kannst Konstant Nitro drücken. Ah, stimmt, warte, ich muss mir noch einen Gummirücken besorgen, um das Nitro festzubinden. Da kommt er auf ungeahnte Höhen in der Geschwindigkeit, oh. Ja, keine Ahnung. Der ganze Bus voller Kühlmittel, um das Getriebe zu kühlen. Bist du ready, Tomate? Moment, so, der Bus ist ausgewählt, das heißt zumindest, dass ich die richtige RSM hab, ne? Jo. Die hat sich ja während des Fahrens nicht verändert. Doch, geil, so. So, 3, 2, 1, Bus fahren. Brumm. Ja, aber Ostfront, das ist schon sehr nah an Rammstein teilweise dran, weil wenn ihr Zarte Welt zum Beispiel hörst, dass der Text ist fast der gleiche wie, also zumindest in Teilen, der ist fast der gleiche wie bei Schooling in Paris und so, also. Okay. Was hat denn für ein Schuh aus? Lang. Sehr lang. Das war diesmal richtig. Was? Sehr lang? Sehr weiche Dämpfer und. Ich bin nice. Extra nicht auf sehr lang gegangen, weil die Strecke hier eigentlich die sehr kurvig ist. Nee, warte, was, Stevie, du hast lang oder was? Ja. Kann man die Dämpfe überhaupt ändern? Ja, klar kann man die ändern, man sollte es nur nicht. Ich war mir halt bei diesen zu krassen vielen Kurven hier nicht sicher, ob ich auf sehr lang stelle. Weil bei CT, da konnten wir noch ändern. Ich war jetzt nicht sicher, ob das bei. Das geht auch bei ERS an. Hier kommt man einfach durch, oder? Uah. Ja, aber bei Nice ist es quasi sehr hart immer am besten, oder? Ja. Weil dann machst du nicht ganz so viele Frontflips. Boah, ich überlege, ob ich einfach die fahren lasse, dann sehe ich wenigstens was. Ja, natürlich bleib ich da hängen. Oder ich setze mich einfach gnadenlos von ihm ab und dann sehe ich auch was. Natürlich bleib ich da hängen. Und das frustriert mich gerade, dass ich so unsicher war, mich auf sehr lang zu stellen. Mann! Wieso bleibe ich denn da hängen, sag mal? Schade, dass wir in Dirt keinen Bus fahren können. Ja, wie willst du denn Dirt auf den? Der würde durch die Strecke nicht durchkommen, wie schmal die sind. Am besten auch noch auf Argentinien, ne? Monaco durch die Kurven. Oh Gott! Ich will einen Dirt Monster Truck fahren. Das finde ich bestimmt auch lustig, Gott. Also ein Kart könnte ich mir gerade noch vorstellen, aber als andere.
so ein Bus auf Monaco oder auf Argentinien. Kommst du nicht auf, da kommst du nicht um die Kurve. Du machst doch Zeug auf Finnland. Oder am besten auf Schweden mit viel Eis. Boah, das kann ich einfach wieder nicht fassen, dass ich da hängen blieb, aber... Aber wir können das in HP2 vielleicht mal machen, weil wenn wir sowieso bei die, ja gut, ob es jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber wenn wir sowieso die anderen Autos, dann kriegen die zu Arras gehört. Irgendwann dann ist, mal. Dann ist eh scheißegal, ob wir dann auch die Verkehrswagen fahren. Mal gucken, wie viele Seasons es noch dauert, bis wir die mal irgendwann mal kriegen. Oh, nervt nicht. Wie du an der Karte sehen kannst oder in deiner Frontscheibe sehen kannst, bin ich an der gleichen Stelle hängen geblieben wie du. Warum machen wir sowas? Das macht keinen Sinn. Sicherheitshalber. Ist das Auto zu schnell für uns oder was? Alter Adler, nerv nicht! Mit dir weiß ich auch nicht, wann fahren muss. Nicht mein Ernst, was ich hier tue. Drückt ihr eigentlich die ganze Zeit mit hoch? Ja. Yeah. Es gibt da diese eine Kurve, wo ich sonst immer die Wand berühre oder auch... Ja, deswegen, da lasse ich es auf jeden Fall mal los, aber... Das heißt nicht, dass das gut ist, weil ich berühre immer die Wand. Also... wenn man mal unten die Nadel anguckt, ne, was dir die Motortemperatur anzeigt, ne? Oh, ist gesund. Ich würde mal sagen, die ist schon über der Anzeige drüber. Ach, was soll da schon schief gehen? Alles gut. Alles im Grün. Nee, mal, Rot. Nee, es ist ja nicht im Roten, es ist im Nichts. Also ist alles jenseits vom Roten. Nein. Bus ruhig. Sind denen noch nicht im Roten, also ist alles gut, alles top. Wobei die Drehzahl ja auch jenseits vom Roten ist die meiste Zeit. Also jetzt nicht in den Kurven gerade, aber... Der kann gut driften, der Bus, ne? Muss man ihn lassen. Ah, verliest halt echt einen Gang. Du bist da deutlich näher gekommen, ne? Was ist denn eigentlich eure Rundenzeit? 1:10:33. 1:09:18 aktuell, aber die ist scheiße. Ja, okay, ich bin bei 1:10:07 oder so. Aber man kann sogar wirklich mit Bus machen. Also das hat, glaube ich, in Real noch kein Mensch gemacht. Gut, da würde ich die halt nicht für ins Feuer legen. Nicht? Nee, es gibt allen möglichen Krams da, der in Sachen Race gemacht wurde. Na gut. Es gibt ja auch 1000 PS Käfer und alles. Aber jetzt ist es ein Mist, es wird dann mal langsam ein Schub draus. 1:18. Ciao. Oh, jetzt tut mir wieder der Daumen vom Beat zurück weh. Drück doch nicht so mit Kraft da drauf. Dadurch kriegst du nicht noch mehr Nitro. Ich muss die ganze Zeit meine rechte Schaltkurbel gedrückt halten für Nitro. Ja, ich auch, aber dafür kann ich mehrere Finger nehmen. Jo, mach ich auch so. Alter! Die Schaltkurbel ist eigentlich auch eine Idee, ja. Das ist ideal, das ist perfekt. Kommst du immer gut dran? Dafür ist sie gebaut. Das ist angenehmer als ein Button. Das ist richtig. Und ich aber Nitro ist ja auch nicht dafür gemacht, die ganze Zeit gedrückt zu werden. Ja, die Schaltkrippe wahrscheinlich auch nicht. Das ist natürlich richtig, ja. Und ich habe halt eben noch so ein sequenzielles Getriebe, was ich nehmen kann, wenn ich mal einen Rückwärtsgang brauche. Also so ein Stick, den man vor- und zurückschieben kann. Da habe ich dann die normale Schaltung drauf. Ja, so ein Stick, den ich vor- und zurückschieben kann, habe ich auch wieder. Habe ich aber noch nie benutzt. Nee, da habe ich halt hier für die Schaltung. Nutze ich normalerweise auch nicht. Oder nicht zum Fahren zumindest. Für HP2 habe ich mir dann Makro Start Race draufgelegt. Dass man das nicht immer von Hand tippen muss. Wobei, gut, ich denke, dann könnte ich hier die Schaltung nehmen, das stimmt schon, weil ich benutze die eh nicht. Ja. Die einzige Situation, wo ich die benutze, ist eigentlich in HP2, wenn wir die schlechteste Klasse fahren. Nein, wenn wir fast jedes Auto fahren. Cool, ja, ich musste mich mal resetten, weil ich so dumm war. Oh, eine 1:06:61 hatte ich gerade. Ja, und ich hab mich resetten müssen. Das war gut schon, Mäfe. Aber mit wie viel... Ah, nee, du hast die KI runtergestellt. Da hast du wahrscheinlich keinen Windschatten gehabt. Ja, ab und zu schon. Also, ich habe vergessen, die wieder hochzustellen. Wieder runterzustellen. So schlicht wird sie jetzt nicht sein. Ach so, und hast du mit Windschatten gefahren, okay.
Aber ich bin trotzdem Platz 1. Gut, also. Aber besser als 1 und 6 nützt auch nicht. Da für die beste hätte Kirche hier bleiben müssen. Ja, sorry! Ich hab mich halt nach hinten abgesetzt. Ja. Mit ein paar schönen Resets in Runde 4 oder 5 oder beides oder. Ich hätte natürlich die Frage, ob ich ja, komm! Willkommen, ne? Eine Kurve mache ich halt. Ja, 1,705 hatte ich jetzt. Die eine Kurve ist mir zu scharf, die mag ich nicht. Oh Mann, ich schätze, dass du Meter vor mir bist. Jetzt ich auch. Ja, wieder Doom-Musik. Ja! Irgendwie ist heute sehr auf Doom. Weil du spielst, das Radio hat sich angepasst. Das hat sich nach deinem Display angepasst. Dann müsste es eine Version geben, wo ich die wirklich sich an meinem Spielprinzip entwickelt, nämlich ich bin sehr lost und übersehe bestimmte Sachen, die man machen kann. Was ist eigentlich mit heute? Kam gar kein Teamfahrt, glaube ich, ne? Du, was? Natürlich kam einer! Ach, da kam einer, oh. Den habe ich gestern aufgenommen. Aha. Gestern erst. Deswegen habe ich auch extra für dich das No Remorse aus Doom. Ja. Was? Das No Remorse aus Doom. Sag mal so, ich habe an einem Rätsel geklebt, bis ich dann gereiht habe, Moment, da kann man ja gegenschießen. Da wirst du auch nur Kopf schütteln, glaubt mir. Das tut man ja schon. Alter, what the fuck, was mach ich denn seit irgendeiner Runde? Mann! Wobei gut, wenn man... Wenn man jetzt nicht so die Doom-Erfahrung hat, generell, dann weiß man halt nicht, dass man manche Sachen durch Schießen aufkriegt. Das habe ich, sagen wir mal, das war die Kammer, bevor ich die eine Waffe bekomme mit diesem scheiß Laser, bis ich gereiht habe, dass ich gegen das Rote da schießen kann, damit der Laser aufhört, immer wieder hoch und runter zu fahren. Kann man ein bisschen dumm. Hast du keine Munition verschwendet? Das ist dumm, was nochmal. Ich wiederhole das nicht, sonst spoilere ich dir den Part. 1606 bin ich gefahren. Was? Ja, du mit deinem Windschatten da. Ja. Also, ich habe die KI nicht eingestellt, aber die ist gut eingestellt. Ja. Weil das Spiel sich nach deinem Skill anpasst. Ich hinterfrage immer noch, wie ich die eine Feldrohne da bekommen hätte können. Ich hab sie gesehen! Ich kam nicht dran! Da war ein Gitter vor und davor! Da bin ich aber gut rausgekommen jetzt. Ich bin die gleiche Rundenzeit gefahren wie meine beste Runde. Ja gut. Dann hättest du es auch bleiben lassen können. Oh! Jetzt hat Lucy mir zu viel Windschatten gegeben. Er ist Lucy. Hier ist keine Lucy, Mann. Ich wollte gerade sagen. Also eine Frau im Rennkern wäre auch mal eine Abwechslung. Das hätte was, aber wäre schwierig. Das wäre wirklich mal eine Abwechslung. Ja, super, ja, aber sie fährt ja nur AP2. Ach ja, stimmt. Naja. Ich habe mittlerweile rausgefunden, dass es männlich ist. Der Asuka? Der sagt hier aber was anderes. Ja, das ist hier Trans-Geschichte, oder? Achso, dann, wo ist denn das Problem? In meinem Minecraft-Let's Play ist das nicht anders. Oh! Also wenn ich mein 500 bessere Rundenzeit. Wenn du mein Minecraft-Let's Play dir anhörst, würdest du halt auch denken, wie spreche ich die Person halt an? Hm. Pete ist wieder online. Mit Need for Speed heißt Hex? Nee, er hat irgendwas geschrieben. Welche Ausrede hat er jetzt? Jetzt bin ich gespannt. Nee, es war keine Ausrede, war eine Antwort auf irgendwas, was davor... Boah, jetzt muss ich noch 10 Runden warten, bis ich das sehen kann.
Na, irgendwas 100% überzeugt. Jetzt fahr ich dauernd gegen die Wand, weil ich versuche den Discord zu lesen. Irgendwas mit Erwärmungsgeschichte, CO2. Ach so. Wo er irgendwas mit geplanter, gewollter Obsolenz drauf antwortet. Klimaterroristen, Konversation. Ja, das kommt noch, dass sie Terroristen werden. Noch ist das harmlos. Nein, ja. Ich habe mal von einem gehört, ich werde jetzt nicht sagen, wer es war. Die Person sagte, das sind für mich keine Aktivisten, sondern Terroristen. Der hat ja keine Ahnung, was Terroristen machen. Naja, keine Ahnung. Lange wird der Wort hier auch nicht mehr. Genau, das wird sich dahin also entwickeln. Ich denke mal, dass es irgendwelche Terroristen sind, aber ich würde doch nicht so weit gehen, was die jetzt machen denn Terroristen, Mann? Setzen sie sich auf eine Straße und singen Kumbaya, mein Lord? Nein, das machen sie nicht. Sie töten Menschen. Ja das gut, machen es kann sein, dass die das die auch sprengen machen. Gebäude, na, machen sie ja nicht. Nee, die sprengen sein, Gebäude in die Luft, die schießen wahllos in Menschenmengen rein. Die sagen wir mal so. Führen Leute, das machen Terroristen. Ja, aber das eine schließt das andere ja nicht sagen aus. Sagen wir immer ja, so. Ja, noch nichts davon ist passiert. Nee, sagen das war, wir, ich sag auch nicht, dass das Terroristen sind. Sagen aber wir das mal. Kann alles noch kommen. Ja, hallo, ich existiere auch noch! Hi, ja, Stevie! Lass mal Stevie ausreden. Sagen wir mal so, sie bringen keine Leute um, aber durch ihre Rumkleberei müssen so wichtige Leute wie Notärzte dann in und Umkreis fahren und das könnten wichtige Sekunden sein. Ja, mein Gott, so kannst du versuchen zu argumentieren. Du kannst auch sagen, dadurch, dass der Verkehr steht, sind weniger Verkehrsunfälle passiert, haben sie Menschenleben mit gerettet. Das so gleicht sich's aus. Aber das ist halt Kleinkram, ne? Das gehörst du auch zur letzten Generation. Klebst du dich auch irgendwo gerne hin oder warum, nee, warum bist du positiv? Warum redest du positiv über die? Ja, weil ich nichts Negatives wüsste. Ist denn schon irgendwer gestorben? Ein paar Staus da, mehr oder weniger? Das so Ding ist halt, man weiß es nicht so wirklich. Doch, eigentlich ne? Schon. Also es gab zwei Verdachtsfälle, den einen in Österreich und den einen in Deutschland. Jetzt hast du halt die Situation, okay, man versucht es halt, also es wird auch gesagt, der wäre so oder so gestorben, hin und her, was weiß ich nicht. Ja, mit so einem Kleinkram brauchst du gar nicht kommen, weil dann kann jemand halt eben locker sagen, aber gleichzeitig wurde weniger Verkehr, ja. Heißt weniger Autounfälle, die haben Menschenleben gerettet. Ist halt Blödsinn, kannst du, halt ist aber es lässt sich halt aus in der Summe. Worauf nicht halt so, dass die irgendwie wie Terroristen irgendwo eine Bombe unter ein Auto gelegt haben und dann 10 Leute dabei gestorben sind. Dann ist es eindeutig. Das ist richtig. Hier aber ist halt jetzt stell dir mal vor, das wäre passiert. Also nur mal angenommen, das wäre jetzt bei Corona-Leugner passiert oder so. Glaubst du, die Medien würden da so ein Hype draus machen, dass der sowieso gestorben wäre? Oder andersrum, glaubst du, die Gegner von denen würden bei den Corona-Leugnern, also das so verharmlosen, die würden alles Mögliche tun, um denen das anzuhängen, ne? Ja, wir und jetzt auch. War doch hier auch so. War überall in den Medien. Ja, das meine ich halt nur. Wenn die von der Gegenseite sind, dann versucht man eher, denen sowas anzuhängen, als wenn sie jetzt für was kämpfen, was einem gefällt, so, ne? Was für eine Gegenseite? Die Medien berichten halt einfach nur. Ja, aber... Ist ja nicht so, dass es nicht in den Medien waren, dass da irgendwelche Sachen aber, eventuell aufgehalten wurden und sowas. War doch alles in den Medien. Nee, das will ich gar nicht sagen, aber... Ich gehe mal davon aus, dass die Medien dann doch eher mit der letzten Generation sympathisieren als mit Corona-Leugnern. Das glaube ich nicht, aber hat doch mit der Sache gar nichts zu tun. Nee, ich meine halt nur, dass dadurch, dass die halt, Bei Corona-Demos wird ja ganz anders vorgegangen als bei Klimaklebern, die gar nicht hinterste können und nichts hat gemacht. Es geht halt nur darum, dass halt, wenn man, Also das muss man schon ganz klar sagen, bei Corona wurde viel härter durchgegriffen. Was denn? Da wurden halt eben nicht angemeldete Demos aufgelöst. Hier werden Leute gefangen genommen. Was war jetzt nochmal das Härtere? Es geht jetzt halt mehr so um die mediale Verarbeitung. Wenn du halt alternative Medien anguckst, die werden alle versuchen, den Klimaleuten da das jetzt anzuhängen, dass da wer gestorben ist. Das würden die meisten davon allerdings nicht bei Corona-Leugnern zu machen. Die werden dann das machen, was die Medien jetzt mit den Klimaleuten da machen und umgekehrt. Glaube ich, wie gesagt, nicht. Kann ich aber auch nicht beurteilen. Hat auch mit der Sache letztendlich überhaupt nichts zu tun. So nee, hat damit nichts zu tun. Wenn es so ist, dann ist es halt eben so, dann guck halt andere Medien. Gibt ja genug zur Auswahl. Ist nur eine Einschätzung von mir persönlich jetzt. Ja, aber dann guck halt einfach die anderen. Ist ja egal, gibt ja genug zur Auswahl, was du gucken kannst. Es gibt bestimmt Medien, auf die dir das zutrifft, was du sagst. Es gibt Medien, auf die das nicht zutrifft. Dann guck halt die du willst. Ich versuche meistens beide Seiten irgendwie anzugucken, was sie zu sagen haben und versuche dann das zu glauben, was für mich glaubhafter klingt. Aber es ist halt manchmal deswegen schwierig, weil jeder willst, irgendwie ja. Voreingenommen ist. Und
das ist halt der entscheidende Punkt. Nein, warte, wieso ist das ein entscheidender Punkt? Das ist völlig egal. Das hat mit der Sache, mit dem Inhalt überhaupt nichts zu tun. Nee, natürlich hat das damit nichts zu tun. Gar keinen Punkt. Es sind halt alle Medien irgendwie voreingenommen, die eine in die andere, ja, die eine in die andere Richtung. Ist egal, interessiert mich überhaupt nicht. Ob so ist oder so, ist mir eigentlich ehrlich gesagt egal. Darum geht's ja bei der Sache überhaupt nicht. Haben die auch keinen Einfluss drauf. Weder Dingsi-Leugner noch Dingsi-Klebner haben Einfluss darauf, wie die Medien darauf reagieren. Das hat beides mal mit der Sache überhaupt nichts zu tun. Nee, hat's auch nicht, aber es ist halt, es verdeutlicht halt, dass es schwer ist einzuschätzen, ob die jetzt SXX ist egal, brauche ich nicht nochmal wiederholen, habe ich schon gesagt. Ja, und ich kann es nicht einschätzen und das ist halt der Lass mal Thema wechseln, das ist einfach langweilig geworden. Naja, zumindest diese Touristensachen, die kommen wahrscheinlich noch irgendwann, ne? Da gehe ich von aus, ja. Weil letztendlich bringt das alles nichts, was die machen. Also ich glaube nicht, dass da irgendwie was sich ändern wird. Und wenn die jetzt 10 Jahre lang so mit Diskutieren versucht haben, hat nichts gebracht. Und jetzt halt eben die Mittel angezogen haben und bringt immer noch nichts. Was machen sie dann? Wahrscheinlich kommen sie dann wieder mit irgendwas. Ich weiß nicht, die werden schon irgendwas überlegen. Und dann wird es irgendwann ernsthaft unangenehm. Und dann irgendwann wird es wahrscheinlich auch angemessen sein, sie Terroristen zu nennen, aber jetzt halt noch nicht. Das kommt halt alles noch. Nee, ich bezeichne die auch nicht als Terroristen. Naja, aber das kommt auch natürlich. Na, wir werden sehen. Ding ist halt, Verrückte gibt's überall und du findest immer jemanden, der dann Leute motiviert, irgendwas zu machen. Heute muss man aufhören, Grüne zu wählen, dann wär's wahrscheinlich auch schon besser. Nee, ich glaube eher das Gegenteil. Ich bin kein Grüne-Wähler, aber was die wollen, ist ja, dass man da Richtung Klima was macht und dann Grüne nicht zu wählen, dann wird ja noch weniger gemacht und wenn sie noch, dann radikalisieren sie sich noch schneller, schätze ich mal. Also ja. Die letzte Generation wahrscheinlich. Was will die letzte Generation? Das 9-Euro-Ticket wieder und auf die Autobahn maximal 100 km/h? Nein, ich glaube, sie wollen die Welt retten. Die 9-Euro-Ticket habe ich nichts. Was soll das Tempolimit bringen? Braucht mehr Stau und auf den meisten Situationen kannst du sowieso nicht schnell fahren. Nee, also da gibt es ja viele Tests für, nämlich in allen anderen europäischen Staaten. Und du hast weder mehr Stau, du hast keine längeren Zeiten von A nach B. Weil einfach halt eben die Staus entkommen. Oh Gott. Also die Staus entkommen durch stark unterschiedliche Geschwindigkeiten. Also entweder durch Unfälle oder Baustellen natürlich. Aber ansonsten durch stark unterschiedliche Geschwindigkeiten. Da können diese Stau aus dem Nichts entstehen. Ja, aber wann kannst du denn mal schnell fahren? Das kannst du doch eigentlich nur, wenn die Autobahn frei ist. Und wann ist die heutzutage frei? Eigentlich nie. Das spricht für Geschwindigkeitsbegrenzung, was du gerade sagst. Also kann ich nicht beurteilen, ob das frei häufig oder selten ist. Keine Ahnung, ehrlich. Aber wenn du das stimmt, wie du sagst, dann spricht das ganz hart für Geschwindigkeitsbegrenzung. Also ich sag's mal so, das Tempolimit, das würde mich zwar hart treffen an sich, aber den Schadstoffausstoß objektiv betrachtet würde es wahrscheinlich was verbessern. Ich versuche ja die Welt so zu sehen, wie sie ist und nicht, wie ich sie gut gebrauchen kann. Wenn man die Umwelt schonen will, dann sollte man an anderen Stellen zuerst ansetzen. Ja, das stimmt wahrscheinlich sogar. Das Problem ist halt, dass das genau jeder sagt. Und genau alle haben recht damit, denn um es zu machen, müsste man an allen Stellen ansetzen. Ja, und die Sachen, wo man die Betriebe müssen zuerst anfangen. Sehe ich genauso, sehe ich hart genauso. Weil und das ist echt die größten Umweltsünder. Genau, ja, sehe ich komplett genauso, dass man bei den Betrieben ansetzen müsste, bei den Superreichen, so zu denen halt eben die Betriebe gehören. Problem an der Sache ist, dann sagen die halt eben, ja, aber dann haben wir keine Chance in der internationalen Konkurrenz, weil dann sind alle viel billiger als wir und sowas. Also ich mir überlege jetzt, man müsste eigentlich CO2 besteuern. Man sagt, du verbrauchst CO2, wir haben Kosten, um die Schäden davon zu beseitigen, das wird durch Steuern umgelegt. Und dann sagen die, ja gut, aber irgendein anderes Land macht das nicht, da haben wir keine Chance gegen die, müssen wir auswandern. Und ja, da haben sie dann auch wieder recht und dann, Was macht das Ding ist halt, weil alle sagen, man muss woanders ansetzen, also ich sag natürlich auch woanders als Auto jetzt, ist klar, aber die anderen Sachen, wo man sagt, dass man ansetzen muss, das ist ja immer genau das, wo es eigentlich stört. Ja, wo es einen selbst nicht stört, genau. Das ist genau der Punkt. Das jeder will sich auch nicht aus, das ist halt leider so. Genau wie bei, keine Ahnung, Atomkraftwerke, wo baut man die? Ja, bitte Atomkraftwerke, bitte nicht bei mir im Vorgarten, irgendwo anders halt. Atommülllager, ja, super Sache, bitte nicht bei mir im Garten. Ah, ist halt schwer. Und deswegen müsste da irgendjemand, ja, durchgreifen. Aber halt nicht deutschlandweit, sondern größer.
Das gibt's halt nicht, also wird alles scheiße. Anders von mir auf sollte die Welt schon zugrunde gehen. Sollte mit 4G zugrunde gehen. 5G nee. Sollte auch mit 5G sollte auch alles sterben, alles fühlen. Nein, so. Das waren Einzelmeinungen, das waren Verschwörungssachen. Aber zum Beispiel, weiß nicht, ob das irgendjemand von euch alt genug ist, aber der Waldsterben zum Beispiel, saurer Regen Waldsterben, ja, wo alle Autos damals diese 100 km/h Aufkleber auf den Autos hinten drauf hatte. Ja, was mit dem Wald passiert? Ja, nichts ist gestorben. Ich meine, klar, ein bisschen, aber halt eben nicht so schlimm wie ja. befürchtet. Ja, also Waldsterben, das war doch irgendwann in den 80ern, oder? Deswegen, das ist scheiße alt, ja. Aber das war halt eben, da haben halt viele gesagt, wie schlimm das alles ist, ne? Wohingegen 4G, ja. 5G, da gab es ein paar Verrückte sagen, aber ein paar Einzelmeinungen, die das gedacht oder befürchtet haben, aber es war nie die Mehrheit. Ja, die Vögel, die müssten ja eigentlich eher an FM-Strahlung da sterben, weil die sind ja lambdaheime Dipole für die Wellenlänge. Hast du Vögel gesagt? Ja, ja, durch also ich kann es jetzt weil die da dauernd durchfliegen sozusagen, aber ja. Also du weißt doch, Birds aren't real. Kennst du das nicht? Birds aren't real? Es sagt mir irgendwas, ich kann es jetzt gerade nicht hören. Das ist so eine Joke-Verschwörungstheorie, die da behauptet, dass es, dass die Vögel eigentlich gar nicht existieren, sondern dass irgendwann alle Vögel von der amerikanischen Regierung ausgetauscht wurden gegen nach Vögel aussehenden Drohnen. Das ist gut. Ja. Und das Ding an der Sache ist, dass irgendwann haben Leute angefangen, das zu glauben. Es hat angefangen als Joke und irgendwann haben Leute angefangen, das zu glauben. Ist eine Bewegung draus geworden. Birds aren't real. Das ist ganz lustig eigentlich, aber... Da wäre mehr drin gewesen. War das schon zu Ende? Ja. Oh, jetzt sag nicht, du bist fertig. Das wäre scheiße. Meter noch, ein paar Meter noch. Ich bin erst in Runde 20. Fertig. Wo bist du, Torben? Oh, ich bin in der 21. Runde, oh, aber verdammt, ich bin genau in die letzte Runde gefahren, als du gesagt hast, ja, ich bin fertig. Wobei die letzte Runde 3 Sekunden zu langsam war. Ich hätte... Also ich habe eine 1.05.95 als beste Runde, aber das hätte auch eine 1.05.5 werden können. Ja, 1.06.79. Aber ohne Windschatten. Na gut, du auch ohne Windschatten. Das war ohne Windschatten, jo. Atomet hat ja Terroristen-Windschatten. Da rennen Klimakleber rennen vor ihm weg. Da geht ja nicht, die kleben ja. Alter, wann es wohl das erste Rennspiel gibt, wo anstatt irgendwelchen Straßenböller Klimakleber auf der Straße sitzt? Das wird spielen. Ja, dann könnte man die ja wenigstens überfahren. Ja, das ist die Frage, ob es dann, also ob die dann Kollisions- gibt oder ob die dann, genau, vielleicht haben die dann Kollision, dass man einfach dagegen, wie hier in Nice, wirst halt einfach gegenprallen und kommst nicht weiter. Das Spiel kauft keiner. Ja doch, die hoffen dann, dass es einen Mod gibt. So, ja, jetzt genau, bin ich aber auch Mod durch. So gesehen war ich vor dir im Ziel, nur halt leider eine Runde weniger gefahren. Ah, ich dachte 1.05.5 drin gewesen, sowas von. Vielleicht diesen scheiß, ach, diese eine Kurve, da tut das Auto immer abheben und dann komme ich zu nah an den Zaun ran und dann, da fühle ich so viel Speed. Da wäre mehr drin gewesen. Was hast du denn für eine Gesamtzeit? Ja, habe ich jetzt gerade weggekleckt. So. 24, 42, 85 habe ich. Oh, jetzt habe ich gar nicht, aber der muss damit eigentlich locker Zweiter sein. Ja, wenn ich in der 21. gefahren bin, als du noch in der 20. warst. Ja, definitiv.